Nennen Sie Beispiele für die Aufgaben der Personalverwaltung. Was muss ein Personalsachbearbeiter können? So könnte man es auch sagen. Ja, Aufgaben der Personalverwaltung. Urlaubsanträge bearbeiten. Ja, ist mit Sicherheit etwas, was hier passt. Führen der Personalakten. Ja, wobei das nicht immer der Fall ist. Ja, es gibt auch inzwischen Systeme, wo Mitarbeiter zumindest teilweise ihre Personalakten selber führen. Ja, aber komplett kann man das natürlich den Mitarbeitern dann auch nicht überlassen. Dann Abwicklung der Gehaltsabrechnung. Auch hier gibt es viele Unternehmen, die haben das ausgelagert. Ja, aber wir sollen ja Beispiele nennen und die Beispiele sind mit Sicherheit richtig, obwohl nicht immer in allen Unternehmen so zutreffend. Dann die Meldungen. Ja, die Meldungen an die Berufsgenossenschaft, ich kürze ab, und an die Krankenkassen. Anmeldungen, Abmeldungen. Ja, das sind Dinge, die ein Personalsachbearbeiter tätigt. Dazu kommen planerische und gestaltende Aufgaben. Ja, Personaleinsatzplanung könnte hier dazu kommen und so weiter. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.